So, und jetzt gehen wir wieder zurück zur Taverne der schwelenden Leiche. Da waren ja noch jede Menge Leute, mit denen wir reden wollten. Das war... da lang, oder? Erledigt. Schauen wir mal. Schön den Schlägern ausweichen. Oh, da haben wir was liegen lassen. Oh, ein Blutgerinnungstalisman. Warum haben wir das denn liegen lassen? So, jetzt sind wir genau im richtigen Gebiet. Schön, schön. Weil bisher hatten wir da drin ja nur mit der brennenden Leiche, also dem brennenden Magier eigentlich, gesprochen. Und mit der Frau daneben, mit der Zechprellerin und mit dem Wirt. Aber der Wirt wollte ja wesentlich mehr, obwohl. 626 Kupfermünzen, das könnte ja schon reichen für unser Auge. Das waren doch nur 500 Münzen. Du schon wieder. Was willst du diesmal? Du sagtest, du hättest mein Auge. Ich hätte es jetzt gern zurück. Du willst es wieder haben? Gut, dann gib mir 500 Münzen. Wenn du die nicht hast, hast du Pech gehabt. 500? Haben wir nicht mehr viel, aber wir haben wenigstens unser Auge zurück. Also gut, 500? Bitteschön. Abgemacht. Er holt eine dunkle, mit Wachs verschlossene Flasche mit weitem Hals aus einer Tasche. Du hörst, wie seine Flüssigkeit daran schwappt, sowie ein gluckerndes Geräusch. Als er sie öffnet, wird dir von dem Gestank des Konservierungsmittels Spei übel. In der Brühe schwimmt ein Augapfel. Jetzt überleg dir mal schnell, was du damit machen willst. Jetzt, wo Luft rangekommen ist, kannst du genauso gut ein gekochtes Ei dazu tun. Schlechter kann es davon auch nicht mehr werden. Überleg dir, was du willst, Schleifer. Okay, in einer Kurzschlussreaktion reißen wir uns selbst den Augapfel heraus und setzen den alten Augapfel da wieder rein. Nach kurzem Zögern greifst du in deine Augenhöhle und lässt dein Auge in deine Handfläche gleiten. Der Wirt hilft dir, den Sehnerv zu durchtrennen und führt deine Hand zu der Flasche mit der Brühe auf dem Tresen. Du legst dein Auge in das Konservierungsmittel, nimmst das alte Auge zwischen die Finger und setzt es in die leere Augenhöhle ein. Die Schmerzen dieses Eingriffs sind unglaublich. Doch kurz darauf spürst du schon, wie der Sehnerv an das neue Auge anwächst und plötzlich steigen alte Erinnerungen in dir hoch. Wir haben jetzt mehrere Erinnerungsfetzen bekommen. Vor dir erstreckt sich eine unendliche chaotische Einöde, die sich ständig verändert. Ein Schwarm menschenähnlicher Geier stürzt mit gezückten Waffen angriffslustig auf dich herab. Du hältst deine eigene glänzende Klinge fest in der Hand. Die nächste Erinnerung? Drei hartgesottene Gestalten umzingeln dich. Sie tragen die Farben eines Feindes, den du nicht recht einordnen kannst. In ihren Händen blitzen lange Dolche und sie blecken bedrohlich ihre Zähne. Du schaust auf deine narbigen Hände und weißt, dass sie bald blutbedeckt sein werden. Die nächste Erinnerung? Eine riesige, froschähnliche Gestalt kommt über die durch die unter der Chaosmaterie auf dich zu und zeigt ihr zahnbewehrtes Maul. Du wirfst deinen Speer durch die sich verändernde Materie und spießt die Gestalt auf einen plötzlich auftauchenden Steinsockel. Du erinnerst dich wieder an verloren geglaubte kämpferische Qualitäten. Oh, ist ja recht skurril alles. Also aus verschiedenen Leben, aus verschiedenen Ebenen. Aber es handelt alles von Gegnern, die wir bekämpft haben. Na gut, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben recht komische Leben gelebt bisher. So, mit wem haben wir noch nicht gesprochen? Wir haben noch nicht mit ihm gesprochen. Mit ihm noch nicht, mit ihm auch nicht. Also fast mit jedem nicht. Fangen wir mal mit ihm hier an. Der hat so ein interessantes Schwert. Der Mann vor dir ist alt. Seine trockene, gelbe Haut hat die Narben eines Mannes, der überall hingereist ist und nie lange genug an einem Ort verweilte. Sein faltiges Gesicht ist unmenschlich eckig und seine Ohren ragen weit aus seinem seltsamen Schädel heraus und verlaufen zu Spitzen. Er trägt eine lose sitzende, orangefarbene Tunika und über seinem Rücken ist eine seltsame, schimmernde Klinge geschnallt.
Die Klinge sieht aus wie ein Schwert mit zwei Spitzen aus einem Metall, dessen Oberfläche wie ein Ölfilm auf einem Teich wirbelt. Sei gegrüßt. Der Mann wendet sich dir zu und seine Augen sehen wie polierte Kohle aus. Er starrt durch dich hindurch und einen Moment lang fragst du dich, ob er wohl blind ist. Die Waffe nimmt plötzlich ein totes, stumpfes Schwarz an, wie die Augen des Mannes. Geht's dir nicht gut? Sei gegrüßt, Reisender. Er sagt einen Moment lang nichts, sondern sucht einfach nur dein Gesicht mit seinen Augen ab. Sei gegrüßt, Reisender. Seine Stimme ist ruhig und dunkel, wie ein Wind, der durch die Zweige eines großen Baumes flüstert. Sei gegrüßt, nochmal. Deine müden Augen lassen darauf schließen, dass du von weit her kommst. Der Blick des Mannes trifft deinen und seine Augen bohren sich in deine. Seine Waffe verliert ihre schwarze Farbe und nimmt ihren Schimmer wieder an, den du bemerkt hattest. Deine Augen haben das Gewicht eines Mannes, der weit gereist ist, um an diesem Ort zu sein. Und das kann man wohl sagen, wir wissen nur nicht, wie weit wir schon gereist sind. Der Blick des Mannes weicht deinen nicht aus. Ich bin bekannt als Dakon. Die Betonung auf dem Wort bekannt kommt dir seltsam vor und gleichzeitig doch vertraut. Du bist mir nicht bekannt. Wir könnten jetzt ehrlich zu ihm sein. Aber nein. Ich kenne dich nicht. Dann sind wir in dieser Sache unter demselben Himmel. Dakon ist einen Moment lang stumm und sieht dich weiterhin mit seinen kohlrabenschwarzen Augen prüfend an. Die Ebenen zählen viele Unendlichkeiten und doch bist du hier. Ich möchte den Grund kennen, warum du in diese Stadt gekommen bist. Ich suche Antworten. Ich habe sehr viele Fragen. Stell deine Fragen, ich werde dich anhören. Interessant, dass er nicht sagt, dass er antworten wird. Deine Züge sind mir unvertraut. Was bist du? Ein Giserei. Ein Giserei? Ein Giserei ist einer vom Volk. Es ist alles ein wenig zäh bei ihm, aber wir haken mal weiter nach. Einer des Volkes? Ein Giserei. aber was genau sind die Giserei? Der Con ist einen Moment lang still, dann spricht er. Unsere Geschichte muss dir nicht bekannt gemacht werden. Wir würden an der Klinge der Zeit verbluten, bevor ich auch nur einen Bruchteil der Geschichte unseres Volkes erzählt hätte. Eigentlich würden wir schon mehr über sein Volk gerne wissen, aber die Möglichkeit, uns auszudrücken, ist hier ein bisschen komisch. Aber gut, eure Geschichte interessiert mich nicht. Ich möchte wissen, wie euer Volk heute lebt. Dakon ist einen Moment lang still. Kenne diese Antwort und akzeptiere sie. Wir sind das Volk, das sich ein Heim auf der sich ständig wandelnden Ebene des Limbus machen. Mit einer geschickten Bewegung zieht Dakon die Klinge von seinem Rücken hervor und hält sie vor sich. Warten wir mal ab, gucken, was passiert. Wir formen die Limbus-Materie mit unserem Geist. Wir schmieden Städte, Kraft unserer Gedanken. Du siehst, wie mehrere kleine Wellen von der Mitte der Klinge aus über das Metall laufen. Die Höhe und der Rhythmus dieser Wellen richten sich nach Dakons Stimme. Wir leben in diesem Chaos und erhalten uns nur durch unser Wissen. Wir sind die Giserei. Materie, Kraft der Gedankenform, das ist schon eine sehr mächtige Fähigkeit. Vor allem ganze Städte. Da wollen wir noch mehr wissen. Was ist das da für eine Klinge? Sie hat sich im Takt mit deiner Stimme bewegt. Es ist eine Karach-Klinge. Ein Gegenstand, an dem man den Rang des Besitzers erkennen kann. Karach? Was bedeutet das? Der Con verstummt einen Moment lang, als würde er nach den richtigen Worten suchen. In deiner Sprache ist die nächste Übersetzung Chaosmaterie. Das Volk kann sie mit seinen Gedanken formen. Karach wird nicht durch Hitze geformt, sondern durch Selbsterkenntnis.
Es ist ein Spiegel, der den Willen des Besitzers auf der Oberfläche und auf der Schneide widerspiegelt. Wenn man sich selbst kennt, ist die Klinge hart, härter als Stahl. Wenn man sich selbst nicht kennt, ist sie wie Wasser, formlos und schwach. Oh, dann wird sie in unseren Händen wahrscheinlich zerfließen. Wir kennen ja so gut wie gar nichts über uns. Wir könnten jetzt anbieten, sie abzukaufen, aber so wie er spricht, wird sie ihm sehr viel wert sein und ein bisschen Kupfer kann das nicht aufwiegen. Welchen Rang bezeichnet die Klinge? Die Klinge ist das Symbol der Zers. Ein Zers ist jemand, der die Worte Zersimos kennt. Und indem er die Worte Zersimos kennt, kennt er gleichzeitig sich selbst. Wer ist denn Zersimos? Zersimon. Zersimon hat unsere Rasse gegründet. Er kannte die Geserei, bevor sie sich selbst kannten. Er hat das Volk definiert und ihm sein Bewusstsein gegeben. Also sozusagen der Gründervater der Rasse. Na gut, wir hätten aber noch ein paar mehr Fragen. Kennst du einen Mann namens Ferret? Ich habe gehört, dass er etwas über mich weiß. Der ist mir nicht bekannt. Ungewöhnlich. Irgendwie scheint sonst jeder Ferret zu kennen. Du scheinst Kennen besonders zu betonen. Was meinst du damit? Das Dasein aller Dinge, egal ob belebt oder unbelebt, richtet sich danach, ob sie sich selbst kennen. Und wenn ein Mensch sich selbst nicht kennt? Wenn das Bewusstsein eines Menschen sich selbst nicht kennt, ist es fehlerhaft. Wenn das Bewusstsein fehlerhaft ist, ist es auch der ganze Mensch. Und alles, was ein fehlerhafter Mensch berührt, wird ebenfalls fehlerhaft. Dakon hält kurz inne. Man sagt, die Hände eines fehlerhaften Mannes würden alles zerbrechen, was seine Augen erblicken. Das verheißt nichts Gutes über unsere Reise, hm? Kennst du dich denn selbst? Dakon verstummt. Seine pechschwarzen Augen haben wieder denselben distanzierten Blick wie am Anfang. Haben wir ihn vielleicht beleidigt dadurch? Ich frage nochmal. Kennst du dich selbst? Dakon spricht mit veränderter Stimme. Seine Worte hallen, als würde man einen großen Stein in eine Felsenschlucht werfen. Er scheint mit sich zu kämpfen. Ich will nicht, dass du dies weißt. Na gut, wir wollen jetzt nicht irgendwie auf uns sauer machen, denn er hat schließlich ein Schwert und scheint damit umzugehen zu können. Hat er dann noch etwas, was er uns erzählen könnte? Kannst du mir etwas über diese Stadt erzählen? Sie ist bekannt unter dem Namen Sigil. Dem Volk ist sie als die Stadt bekannt, die sich selbst nicht kennt. Sie kennt sich selbst nicht? Was meinst du damit? Die Stadt existiert, aber sie kennt sich nicht. Und da sie sich nicht kennt, ist ihr Dasein fehlerhaft. Du sprichst, als sei die Stadt lebendig. Sie kennt sich wahrscheinlich nicht so, wie wir beide uns selbst kennen würden. Aber sie lebt. Sie wächst, sie verändert sich und sie durchdringt den Geist ihrer Bewohner. Also wachsen tut sie, ja klar. Also die Dabusse arbeiten ja ständig daran, sie irgendwie zu reparieren, zu verändern und dergleichen. Aber dass die Stadt lebt? Warum hast du gesagt, dass die Stadt sich selbst nicht kennt? Die Stadt besteht nur als Gegensatz zu sich selbst. Sie hat sich von den Ebenen gelöst, will aber überall auf einmal sein. Ihre Mauern sind Türen, die jedoch stets verschlossen sind. Ein solches Dasein beweist doch, dass sie sich selbst nicht kennt und damit fehlerhaft ist. Also mit den Türen meint er wahrscheinlich die Portale, die überall hinführen.